So, willkommen zu Teil 1. Wir werden jetzt anfangen hier zu schleifen. Wir fangen hier mit groben 40er Papier an. Gucken wir mal, wie weit man kommt. Feinstaubmaske auf. Wenn es splittert, braucht ihr auch noch so eine Brille. Und dann legen wir los. Dieses Gerät. Dafür kann man das mit Klett einfach draufpinnen. Und dann wird es losgehen. Nicht so viel Druck ausüben, einfach nur festhalten, das macht einen Haufen Krach. Und dann geht es mit Zeitraffer los. Ihr braucht ein bisschen Kabel, ein bisschen Schnur, dass ihr euch relativ gut frei bewegen könnt. Zack, und los geht's. Wenn das passiert, dass die runterfallen, dann sind die zu 95% Wahrscheinlichkeit aufgebraucht. Also nehmen wir neu. So, für den ersten Durchlauf, man sieht, viele große Späne sind schon ab, die liegen dann auf mir. Hier sieht man schon, das ist relativ rau, aber die Grundsubstanz ist runter. Und jetzt läuft man das im Prinzip alles nochmal fein nach. Und wenn es fein nachgeschliffen ist, geht hier noch jede Menge runter. Und dadurch, dass ich das nachher dann grundieren werde, wird hier noch ein Großteil überdeckt. Aber das wird wieder schwarz, von daher ist, wenn da ein bisschen schwarze Reste drauf bleibt, gar nicht mal so schlimm. Das hat jetzt gut für den Anschliff 10 Minuten gedauert. Es ist halt schöner, wenn das irgendwo fest montiert steht und man das nicht so komisch festhalten muss wie ich jetzt. Also, dann wechseln wir mal von 80 auf von 40 auf 80 und auf 120 und dann geht es gleich weiter. Hier, ich zeige euch mal den Unterschied zwischen den Schleifpads. Und zwar haben wir hier 40 und das ist 80. Und wenn man dann mal weitergeht, was haben wir hier noch? Hier ist 120, 80 und 120. Und dann nochmal im Vergleich zu 240, 120, 240. Und jetzt nochmal den Vergleich hier 40 zu 240. Da sieht man, dass da noch jede Menge runterkommen wird. So, weiter geht's mit 80 Schleifpapier, 40 haben wir drauf. Jetzt geht's an den Feinschliff. Weitere 10 Minuten später, mein Schleifpad ist fertig. So sieht die Verkleidung jetzt aus. Das sieht schon ganz gut aus. Da gehe ich jetzt nochmal mit 120, 240 drüber und dann werden die Ecken nochmal mit der Hand nachgeschliffen. 120. Staubige Angelegenheit. Nur nochmal zum Vergleich. Man merkt schon, das ist wesentlich feiner, auch wenn es nur 80 war. Was wohl auch irgendwann zwangsläufig der Fall wird, ist, dass diese Noppen, dieses Klett hier, einfach dermaßen derbe verbraucht ist, dass man da ein neues Klett aufziehen muss. Das Klett gibt es einzeln auch zum Nachkaufen. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Das alte abziehen, das neue draufkleben, selbst kleben oder das alte einfach so auf den Beton und abschleifen. Ich glaube aber, manchmal liegt es auch ein bisschen an den Schleifpads. So, Maschinenschleifen 120 fertig.
jetzt gibt es nochmal Handschliff mit 100 Mandel für die Ecken und Kanten. Staubig. Also, Viertelstunde später, 120 durchgeschliffen und einmal von der Hand. Das sieht schon ganz gut aus. Und das hier oben könnte man jetzt noch mit viel Mühe und Not, wenn man möchte. Ich pinsel da schwarz drüber, Ende aus die Maus. Ob das da jetzt so gut schön wird, hält, ist mir total Latte. Eine Schicht 120 kommt noch drüber. 120 sage ich, 240. Und dann ist in knapp eine Stunde dieses Teil auch schon geschliffen. Man sieht jetzt halt schon, ich habe schon ein paar Mal mich mit Schleifpapier heute beschäftigt und dementsprechend geht das jetzt auch schon ein bisschen zügiger. Am Anfang habe ich mir auch schon wesentlich schwerer getan, da hat es auch wesentlich länger gedauert. Ne? Also Übung macht den Meister, fängt mit kleinen Teilen an, geht an große Teile über. Ja. So Rundungen hier sind scheiße zu schleifen, das ist einfach so, das mache ich lieber mit der Hand. So ebene, große Flächen, die gehen gut mit der Maschine. Ich könnte auch noch so einen Winkelschleifer, so einen Dreieckschleifer nehmen, damit kommt man auch so in ein paar Ecken noch besser rein oder auch hier so an Kanten. Da ist dann die Frage, wie perfektionistisch möchte man dieses Ganze jetzt treiben. So, 120 die Tonne und 240. Letzter Durchgang. Dann haben wir auch das Tagesfazit und das Tagesziel erreicht. Hier 240, ganz fein, ganz glatt. So bleibt. Ich bin fertig mit Schleifen. Jetzt wird aufgeräumt. Feierabend Bierchen. Und wenn mein Paket da ist, dann geht es weiter mit hier Brüsche stabilisieren und flicken und zuspachteln und nochmal schleifen. Und dann geht es weiter. Ne? Also bleibt dran. Daumen nach oben. Schön liken, schön Abos, Kommentare da unten rein. Und ja, viel Spaß beim Schleifen. Ihr schafft ordentlich. Je ordentlicher ihr beim Schleifen schafft, umso schöner wird das Ergebnis. Macht's gut.